Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Deal With. Wir sind am Start mit der 16. Episode in FIFA 17 hier auf dem Kanal. Und nachdem wir in dieser Woche bereits eine Special-Episode mit Lars Stindl hatten, geht es heute weiter im 4-3-2-1 mit einem Stürmer, für den ihr euch letzte Woche im Voting in der Deal With-Episode entschieden habt. Und zwar mit einem der meist unterschätzten Stürmer der europäischen Top-Ligen in meinen Augen, Kevin Gamairo, von PSG gewechselt mittlerweile von Sevilla zu Atletico, und da ist er momentan ziemlich gut in Form, hat eine richtig geile Informkarte bekommen, und mit der wollen wir heute den nächsten Gegner zerstören. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, checkt die Links in der Beschreibung ab, IG Vault 6% Rabatt mit dem Codemax Gaming TV, eure Coins, FIFA Points und PSN Microsoft Guthaben, dazu mein Merchandise, könnt ihr auch gerne vorbeischauen, beziehungsweise mal auschecken, meinen Shop bei 3D Supply und natürlich meine Social Media Links, Instagram, Twitter, Facebook, haut auf jeden Fall da mal ein Follow beziehungsweise ein Like raus, ja. Ja, Follow bei Twitter und Instagram und Like bei Facebook. So kann man sagen. Genau. Alles klar. So, wir gucken uns das Team an. Und so sieht's aus. Im Tor Begovic davor. Zuma, Semedo, Grimaldo, Korchia, Kondogbia, Martin, Adrien Silva, Inzaghi ohne Verträge, Musonda, Gamairo und Usman Dembele. Und zwar die geupgradete Version. Das heißt, das ist im Endeffekt die 85er mit 96 Tempo. Hatten wir bereits in der Stindl-Episode, aber auch im 4-3-2-1 möchte ich den ganz gerne mal bei Deal With ausprobieren. Mittlerweile hat er bei mir ordentliche Statistiken. 27 Vorlagen und 21 Tore in 78 Spielen. Ja, ist ordentlich. Ich warte auf das Skill-Upgrade. Dann wird die Karte monströs sein. Dann sieht es nämlich genau wie Musonda aus. 5-Star-Skills und 5-Star-Weakfoot. Ich bin gespannt, was wir mit Gamairo reißen können, und suche mal einen Gegner. Der Kollege hat seinen Hattrick, für den er Inform bekommen hat, innerhalb von 5 Minuten gemacht. Ganz, ganz komisches Gegnerteam übrigens. Das erinnert mich zu sehr an die letzte Episode. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, checkt sie aus. Playlist kommt am Ende, beziehungsweise findet ihr auf meinem Kanal. Übrigens, 3 Tore, 2. Inform, 3x2 sind 6. Schaffen wir 600 Likes. Nehmt euch in der Verantwortung. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefällt. Ihr wisst, was für eine großartige Unterstützung das ist. Und wo wir ihn jetzt das erste Mal am Ball haben, müssen wir natürlich noch so ein bisschen auf seine Stats eingehen, die seine Karte mitbringt. 92 Finishing, 92 Positioning, 89 Schusskraft, dazu 92 Elfmeter sogar. Und alles Mögliche sonst in hohen 80er- bzw. 90er-Bereich, was Schießen angeht. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Einigermaßen schnell ist er unterwegs. Gute Ballbehandlung, 89 Agilität, 82 Dribbling, 87 Ballkontrolle. Und hier im 16er gerade, während ich noch rumgucke, bleibt er trotzdem am Ball, und der Fake-Shot war so richtig dumm. Oh, schön von Musonda. Man sollte übrigens bei Gamairo nicht unterschätzen, dass er 94 Sprungkraft hat. Gut gemacht von Musonda. Flanke kommt, Gamairo wäre da gewesen, aber so groß ist er dann doch wieder nicht. Das ist so stark von Musonda, was für ein Traumtor. Charlie mit dem 1:0, und das ist das erste Tor, das ich in Ultimate Team mit der Karte bzw. diesem Spieler schieße. Wer den Everton-Karrieremodus gesehen hat, beziehungsweise die Vorstellung davon, der weiß, dass ich den ja auch im Karrieremodus spiele. Aber solche Tore macht er auch da selten. Perfekter Start. Kein Abseits, war vor der Mittellinie. Der Pass von Musonda kommt an, und Gamairo ist allein auf weiter Flur. Kevin Gamairo! 2:0, und da kann der Keeper gar nichts machen. Eigentlich gut postiert. Außerhalb vom 16er musste ich fast noch schießen. War sogar auf der 16er Kante, aber den macht er perfekt rein. Besser geht's gar nicht. Der Start ist gelungen, und Gamairo zeigt direkt mal seine Qualitäten. Wunderbar gemacht von Musonda. Schönes Zusammenspiel. Martin, und auf der anderen Seite steht Kevin Gamairo. Was ist denn hier los? Wir zerstören. Wir zerstören absolut. Das war übrigens Schusskraft Mach 500. Und das ist die Möglichkeit, einen Hattrick in 5 Minuten zu erzielen. Schaffen wir das? Ist auf jeden Fall unsere Challenge. Perfekt gespielt von Martin, und Gamairo direkt mit dem Doppelpack. Nein, der Hattrick wird leider Gottes nichts. Aber 9,3er Bewertung. Ich denke mal, allein dafür kann man schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Aber weil mir das noch nicht reicht und mein Multiplikator bei 0,29 ist, was absolut lächerlich ist, tun wir noch einen Gegner. Zweiter Gegner, diesmal ein besseres Team. Begovic, Winston, Reeds, Chris Smalling dazu, Walker, Alonso, Fernandinho, Kanté, Fosu Mensah, Martial und ganz, ganz ohne Chemie, Mané vorne drin und Rooney auf der 10. Ah, mal schauen, könnte interessant werden. Dembele mit der ersten Chance, es leckt aber, und das geht mir jetzt schon tierisch auf die Nüsse, weil das natürlich behindernd sein könnte. Warum steht der so frei? Aber warum nutzt er die Chance auch nicht? Ganz, ganz schwacher Kopfball von Martial, aber das darf natürlich so definitiv nicht passieren. So im Angriff muss man normalerweise mehr machen, aber da ist die Verteidigung gut mitgelaufen, hat natürlich auch starke Verteidiger.
Oh, schöner Versuch. Zweite Reihe Schusskraft hat er dementsprechend, unser Kollege Gamairo. Leider Gottes hier nicht das Tor. Standards kann der, glaube ich, sogar. Flanke kommt gut, Dembélé kommt nicht ran. Aber da steht ja noch Musonda. Five-Star Weakfoot. Leider Gottes in einen Verteidiger. Und der hat jetzt viel Platz und viele Spieler vor ihm. Gamairo! Jawohl, da haben wir es doch. 1-0, das wurde auch Zeit. 36. Minute, schöner Konter auf den Konter, den ich gerade noch erwähnt habe. Dembélé legt den Ball in die Mitte und Gamairo hat keine Probleme. Drittes Tor, damit effektiv hier in 5 Minuten. Aber der Hattrick, so gesehen, wenn man möchte, sehr schön. Trotzdem wollen wir noch 2 mehr schießen. Ganz stark von Grimaldo. Mal sehen, was er jetzt machen kann. Außen gegen Smalling. Setzt sich da auch klasse durch. Richtig, richtig gut. Jetzt haben wir nur dummerweise nur Gamairo in der Mitte. Und der ist halt nicht der allergrößte. Flanke kommt, aber Kopfball ist auch da. Nicht drin nochmal. Nein, oh shit. Das war ein richtig starker Kopfball von Kevin Gamairo. Gamairo, da war er wieder im 16er. Hätte normalerweise auch mit Dembélé schießen können, aber ist ja Deal with Gamairo. Jetzt sind wir gerade hier am Drücker in diesem Angriff. Nochmal Gamairo, Musonda raus. Dembélé, safes Tor. 2-0. Easy. Hätte normalerweise schon der Kopfball sein müssen, aber so ist Dembélé. Butzo, der Pfosten. Was ist los mit Aluminium? Das wäre normalerweise hier auch bereits das 3-0 gewesen. Aber noch nicht. Ball auf Gamairo im 16. Oh, starke Parade. Oh, Gamairo. Der hat auf jeden Fall gerade eine Menge Spaß. Mal sehen, ob wir den auch noch stehen lassen. Ne, wir hauen direkt drauf. Schusskraft ist on fleek. Und da ist der zweite Doppelpack. Wieder 3-0. Und wieder ist es Gamairo. Der ist in FIFA halt wirklich langsam im Vergleich zu dem Tempo, das er in Realität hat. Das finde ich persönlich viel, viel schneller. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ich finde 85, 86, 87 Tempo wären schon angemessen. Und ich denke mal, da bin ich nicht der Einzige. Einfach weil der Junge ist echt nicht so langsam, wie es hier dargestellt wird. Oh, schade, Gamairo. Guckt euch diese Lecks an, das ist unglaublich. Aber Hauptsache, der Hokuspokus klappt noch. Schöner Pass, Dembélé, schöner Pass in der Mitte. Musonda. Golasso. Komm, geh einfach raus, bitte. Oh, Gamairo mit der Ballkontrolle. Aber nicht mit deinem dritten Tor. Diese Lecks sind gerade leider Gottes so unberechenbar, dass man nicht mehr wirklich einen Spielfluss aufkommen lassen kann. Aber was man ein Kopfballtor macht, das ist ein bisschen blöd. Oh, eine gute Balleroberung an einer sehr, sehr guten Stelle. Die Frage ist nur, können wir den Ball im Tor unterbringen? Ich laufe wieder vom Tor weg. Das war alles andere als gut. Kriegen wir den Ball mal wieder. Jawohl, jetzt mit links. Nee. Ah, mich zu blöd angestellt. Ja, jetzt aber. Und da muss es so ein Scheiß-Tor sein. Halleluja. Egal, wir haben den Hattrick in der 90. Minute für Kevin Gamairo und damit diese Challenge für diese Episode, meine persönliche Challenge, auf jeden Fall absolviert. Weiß nicht, ob er das jetzt wollte, aber ich glaube eigentlich eher nicht. Ich glaube, er wollte mich eher verarschen, hat es nicht geschafft. Weiß ich aber nicht. Schluss, aus, Feierabend. Wir gewinnen mit 5-0 gegen diesen doch sehr, sehr unterdurchschnittlichen Gegner. Man of the Match ist definitiv Kevin Gamairo. 3 Buden gemacht, 9 Schüsse zwar gebraucht, aber trotzdem sehr, sehr schön. Und ich denke mal, ich habe bewiesen, dass der ziemlich unterbewertet ist. 10,0er Bewertung. Ich würde ihn an eurer Stelle auf jeden Fall ausprobieren. Die Karte ist mega, mega gut. Er fühlt sich gut schnell an. Er hat dazu ein vernünftiges Dribbling, extreme Agilität und der Schuss ist halt einfach genial. Stellungsspiel auch perfekt. Was willst du mehr? Dazu kostet er nicht viel. Gute Liga, gute Nation. Das passt dementsprechend auf jeden Fall. So, das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich tierisch über freuen. 600 Likes sind unser Ziel. Schaffen wir das? Das wäre wunderbar und wunderschön. Stimmt am Anfang der Episode ab, welchen Spieler, beziehungsweise ich glaube, hier kann man den gerade auch noch sehen, welchen Spieler wir nächste Episode benutzen sollen bei DealWiz aus dem neuen Team of the Week. Und bei dieser Episode sehen wir uns dann spätestens wieder, wenn nicht bei den anderen Videos auf meinem Kanal, den ihr kostenlos abonnieren könnt. Bis dann, passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.